Hier in Baden-Württemberg gestalten wir seit Generationen Mobilität. Unsere Fahrzeuge gehören zu den besten der Welt. Das hat unserem Land und uns, den Menschen, die hier leben, Fortschritt und Wohlstand beschert. Beeindruckend, wie sich die Mobilität in letzter Zeit verändert hat. Alles wird digital vernetzt und Fahrzeuge kommunizieren miteinander. Wir bauen eine neue Infrastruktur. Für Autofahrende, die mit Elektroautos mobil sein wollen, aber auch für Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit gelangen. Es ist eine herausfordernde Zeit für uns alle in BW. Der Wandel geht immer schneller voran, selbst in der Corona-Krise, die unsere dynamische Gesellschaft zur Notbremsung gezwungen hat. Manchmal blicke ich mit Sorge auf all die Veränderungen, die der Wandel mit sich bringt. Werden die Autos und Maschinen aus BW in Zukunft noch gebraucht? Werden wir genug Arbeit haben, um unseren Wohlstand erhalten zu können? Ich bin froh, dass wir diese Herausforderungen rechtzeitig erkannt haben und dass unser Land den Strategiedialog Automobilwirtschaft ins Leben gerufen hat. In diesem Format arbeiten viele kluge Köpfe zusammen, mit einem gemeinsamen Ziel: die Mobilität der Zukunft neu zu denken. Es ist schön zu sehen, wie vielfältig die Kompetenzen sind, die wir hier im Land haben. In Industrie, Politik und Wissenschaft arbeiten Menschen an neuen Antriebsformen, Infrastrukturprojekten oder Verkehrslösungen. Sie alle tragen dazu bei, unser Land zum Vorreiter der klima- und umweltschonenden Mobilität zu machen. Dabei spielt auch die Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle. Beschäftigte werden für neue Anforderungen qualifiziert. Denn die Digitalisierung schreitet voran und mit ihr kommen neue Aufgaben auf uns zu. So entstehen zukunftsfähige Arbeitsplätze und die Wertschöpfung bleibt in Baden-Württemberg. Zugleich werden neue Geschäftsmodelle erprobt. Junge Menschen gründen innovative Startups und alternative Antriebsformen bringen Innovationen rund um Batterien, synthetische Kraftstoffe und Brennstoffzellen hervor. Gemeinsam gestalten wir die Mobilität von morgen, hier bei uns in Baden-Württemberg. Denn eines steht fest: Mobilität bleibt das zentrale Bindeglied unserer Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und unserer Wissenschaft. Wir in Baden-Württemberg machen die Welt seit 140 Jahren mobil. Wir können nicht ohne. Und die Welt der Mobilität kann nicht ohne uns. Damit das auch in Zukunft so bleibt, haben wir 2017 den Strategiedialog Automobilwirtschaft auf die Beine gestellt. Seither arbeiten wir daran, dass die Transformation eines unserer wichtigsten Wirtschaftszweige zum Erfolg für die Menschen, für die Unternehmen und für das Klima wird. Wir sind uns einig, die Mobilität der Zukunft braucht drei Zutaten, damit etwas Gescheites dabei herauskommt: Digitalisierung, Dekarbonisierung und Baden-Württemberg. Die Mobilität wird eine andere, aber sie bleibt der Motor für Wohlstand und Beschäftigung in Baden-Württemberg.